Servus zusammen, Salve a tutti, es ist Freitagabend, 17.30 Uhr. Was haben wir denn? Wir haben den 3. November. Wunderbar. Bevor ich mit dem DAX anfange, muss ich nochmal hier drauf kommen. Und zwar, das war der Film, den habe ich letzten Sonntag gemacht. Da ging es um diese vier Aktien. Und das kann ich jetzt ruhig mal zeigen, wieso eigentlich nicht, was da draus geworden ist. Ich habe euch Scheine vorgestellt. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass so mache ich das jedes Wochenende, jeden Sonntag. Irgendwann setze ich mich da mal hin, nach dem Abendessen, vor dem Tatort, so um 18 Uhr, und lass meinen Wingman durchlaufen. Schau mir die Signale an. Das war zum Beispiel bei Lufthansa, war das ein erneuter Hammer. Dann suche ich mir die Scheine raus. Ich habe für diesen Film, den ich damals gemacht habe, extra Scheine genommen, die weit weg waren, mit einem Mini-Hebel. Bei Lufthansa war das, glaube ich, 3,6. Die habe ich mir dann rausgesucht, die wurden dann am Montag gekauft und das ist draus geworden. Also das sind jetzt die Kurse von ungefähr 16 Uhr oder sowas. Plus 20, plus 42, plus 37, plus 18. Wie ihr diese Position dann managt, das überlasse ich euch. Ich habe also gestern die Hälfte zugemacht, auch bei Lufthansa, eigentlich bei allem, nee, außer Bayer habe ich alles zugemacht, und die Bayer, die habe ich auch immer noch. Aber den Rest habe ich dann heute Nachmittag geschlossen. Und das ist okay, aber so kann man das machen. Da muss man auch, wenn ich weiß, was es kosten kann, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich relativ locker mit der Position umgehen und muss da auch nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Das ist also für die Berufstätigen. Aber die 1,5, 2 Stunden, die muss man mindestens machen. Also ich mache es am Sonntag. Ich meine, ich mache es sowieso jeden Tag, jeden Abend, 17:20 Uhr. Aber ich mache es halt am Sonntag dann nochmal ein bisschen intensiver. Und setze mich dann mal hin, hole mir irgendwie ein Stück Schokolade und dann lasse die Dinger durchlaufen. Das funktioniert eigentlich, das war ideal. Dann am Sonntag fahre ich hoch nach Mittelerde, sprich Frankfurt, weil da darf ich meine Nase wieder ins NTV halten am Mittwoch. Das wird dann, glaube ich, am Samstag ausgestrahlt. Da passiert also bis einschließlich Mittwoch kein nichts, keine Filme, kein gar nichts. Da bin ich einfach nicht da. Dann die Ansparpläne. Ich hatte das am Mittwoch erwähnt. Den haben wir nicht so viel gesehen, den Film. Deswegen sage ich es jetzt hier nochmal, ich habe die am Montag alle geschlossen, bei ziemlich genau 14.750. Geschlossen heißt, die Positionen, die ich noch offen hatte, von den nicht einbezahlten Sparplänen, habe ich am Montag zugemacht. Die laufen jetzt wieder ganz normal. Das waren, glaube ich, so 1.200 Punkte, bin ich mit zufrieden, ist fein, das waren nur 6 Monate, aber auf Sicht von 20 Jahren macht das auch nicht so viel aus, aber das ist halt, wie gesagt, der Händler in mir, der hat seinen Spaß dabei gehabt. 1.200 Punkte, das mache ich auch nicht jeden Tag. Aber das hat halt jetzt tatsächlich ein halbes Jahr gedauert. So, und jetzt gehen wir zum DAX. Ich bin überrascht, dass er so weggezogen ist. Ja, ich hätte gedacht, dass er sich hier so um die 20-Tage-Linie, so um die 15.038 rum, ein bisschen länger aufhält. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Die Amis haben richtig Zug reingegeben. Wenn ich den Stanpoor gesehen habe, der hat schon richtig ordentlich Gas gegeben. Das war erstaunlich. Also, das habe ich nicht gesehen. Hier, so diesen Bereich, eine 15.190 vielleicht, ja, also 15.190 hier, eine da, eine 15.100, ja, aber mehr habe ich ihm auch nicht gegeben. Ich hatte auch irgendwann, habe ich mal dagegen gehalten, und ich habe momentan einen Stopp von 30 Punkten. Die wurden gestoppt, nicht mehr angefasst. Dafür hatte ich aber die eben genannten Positionen vorher. Das war in Ordnung. Interessant ist jetzt, also zum einen, wir sind wieder in der Mitte der Leitplanken. Ist also eigentlich nicht viel passiert. Hier unten ein bisschen ausgetobt, angeknabbert, leicht durchgebissen, wieder zurückgekommen. Jetzt sind wir wieder mittendrin. Dieser Punkt hier aber ist, wollen wir euch mal zeigen, zack, ziemlich genau das 61er von der letzten Bewegung, von diesem C hier runter. Ziemlich genau das 61er, und jetzt macht er hier ein Doji. Am Wochenende oder vor dem Wochenende, wäre das ein 10-Minuten-Chart, Viertelstunden-Chart, Stunden-Chart, dann würde ich jetzt wahrscheinlich die ersten Puts jetzt hier schon wieder kaufen, aber nur Kleinigkeiten. 10%, vielleicht 15%, maximal 20%, in Erwartung, dass er nochmal runterkommt. Jetzt vorm Wochenende mache ich das aber nicht. Das ist, wie gesagt, ich bin auch dann die nächsten Tage nicht da. Ich halte mich da eher zurück. Mal ganz kurz noch zu diesem Punkt hier. Das ist von der langen Bewegung hier das 38er. Von dieser Bewegung hier hoch ist das hier das 38er, ziemlich auf den Punkt genau. Und also Fibo Works, sagen wir es mal so. Das ist wieder das Gleiche. Wir sind von der Technik her noch positiv, müssen wir auch sein, nach dem Ansprung hier. Ja, die ist weiter positiv, die gilt noch nicht mal hier unten als überkauft, überhaupt nicht, gar nicht. Dafür war es dann auch nicht schnell genug, aber das ist insgesamt noch völlig in Ordnung.
Ich halte die obere Leitplanke für erreichbar, aber das, was sie durchgehen, das sehe ich nicht. Also überhaupt nicht. Ja, bin ich nicht mit dabei. Aber wir können hier noch ein bisschen hier höher gehen, hier oben in diesen Bereich rein. Durchaus so 15,5 können wir machen. Diese Planke hier, für die, die sich jetzt das erste Mal anschauen, das ist also auch ein Zusammenschluss aus verschiedenen Fibo-Zahlen. Und der ist deshalb so wichtig, weil das fällt zusammen mit dem letzten C, sprich mit dem letzten Zwischenhoch und hier verschiedenen Chartpunkten. Das ist hier bei 15.564. Ich lüge schamlos. Doch, 15.570. Da ist auf jeden Fall ein sehr fetter Widerstand. Das ist durchaus möglich. Wenn jetzt der eine oder andere, ich habe ja das Wort Jahresendrallye, ganz ehrlich, ich habe es noch nirgendwo gelesen. Ich bin ganz überrascht, sehr angenehm überrascht. Weil es ist ja so das Unwort, was ich, das mag ich gar nicht, sowas hören. Aber ja, bisher habe ich es noch nirgendwo gelesen. Wir haben hier das Band, wir haben hier diese Beschriftung hier, dieses Kästchen da. Das halte ich für unmöglich, dass wir da durchgehen. Das sehe ich also überhaupt nicht. Aber wir können hier oben noch ein bisschen rumzappeln. Der Doji auf einem hohen Niveau mit genügend Abstand zu den anderen Kursen hier ist für mich ein Warnsignal, so nach dem Motto, okay, der Markt weiß nicht, was er machen soll. Ich musste auch die Scheine anpassen. Da habe ich jetzt diese hier genommen. Der eine, der früher mal sogar unter 14.000 war, ist jetzt bei 14.600. Das hat einen 25er Hebel. 14.600, da sind wir ziemlich genau hier an den Tiefpunkten. Dann habe ich noch einen genommen, der tiefer ist. Und bei dem Putz musste ich auch ein bisschen spielen, weil der eine hier, der war zu nah dran mit 15.400, ich glaube 70 oder 80. Der war zu nah dran. Die habe ich also beide aus, die habe ich ausgetauscht, den einen habe ich gelassen. Hebel 19. Das ist eigentlich eher das, was ich handle. Nicht so wie vorhin besprochen bei Lufthansa 3,6, 4,0. Das ist Kinderfasching. Da brauche ich keine Option zu machen. Aber tatsächlich, ich wollte damit eigentlich nur zeigen, man kann auch mit so kleinen Optionen, also ich nenne die gemütliche Optionen, kann man echt was machen. Das macht Spaß. Keine Angst vor Optionen, keine Angst vor Hebel. Das ist für mich das ein Segen. Ich mag das sehr gerne. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.